Marie, lass uns doch gleich in den auf den Israel-Krieg gucken, denn die bedeutende Phase hat nun offenbar begonnen, so bezeichnete ein Sprecher des israelischen Militärs das aktuelle Geschehen im Gazastreifen. Das Gebiet ist nun in zwei Teile getrennt, in einen südlichen und einen nördlichen Teil. Und die Stadt Gaza sei komplett eingekreist. Ja, man geht davon aus, dass in den nächsten 48 Stunden dann die israelischen Bodentruppen auch wirklich in die Stadt vorrücken. Es wurden bereits heftige Explosionen registriert. Der aktuelle Kriegsüberblick, der kommt von Paul Klinzing. Auf einer schmalen Straße flüchten Palästinenser von Gaza-Stadt in Richtung Süden. Diese Drohnenbilder sollen zeigen, wie Israel einen humanitären Korridor gewährleistet. Ich bitte noch einmal, dass alle Zivilisten im nördlichen Gazastreifen sich nach Süden bewegen. Der nördliche Gazastreifen und Gaza-Stadt sind ein Kriegsgebiet, also ein sehr gefährlicher Bereich. Die kriminelle Hamas-Terrororganisation benutzt sie als menschliche Schutzschilde. Am Abend wurde der Gazastreifen weiter aus der Luft angegriffen. Seit Beginn des Einsatzes von Bodentruppen in dem Palästinensergebiet wurden laut israelischen Militärangaben inzwischen mehr als 2500 Terrorziele bombardiert. Der Kampf konzentriert sich jetzt zunehmend auf Gaza-Stadt. Das israelische Militär spricht von einer bedeutenden Phase des Kriegs gegen die Hamas. IDF-Truppen sind unter der Führung einer Eliteeinheit weiter nach Gaza-Stadt vorgerückt. Sie erreichten die Küste im südlichen Teil der Stadt und umzingelten sie. Jetzt gibt es Nord-Gaza und Süd-Gaza. Israelischen Medienberichten zufolge wird erwartet, dass Soldaten in den nächsten 48 Stunden in die Stadt vorrücken. Gleichzeitig liegt der Fokus aber auch auf der Verteidigungslinie im Norden Israels zum Libanon. Denn von dort aus wurde Tel Aviv am Abend wieder mit Raketen beschossen. Die libanesische Hisbollah-Miliz gab an, es handelt sich um Vergeltung. Angeblich soll durch einen israelischen Luftangriff 3 Kinder und eine Frau gestorben sein. Bestätigen lässt sich das nicht. Israel hat angegeben, den Fall zu untersuchen. Unterdessen setzt US-Außenminister Antony Blinken seine Pendeldiplomatie fort. Zuvor war er in Bagdad mit dem irakischen Ministerpräsidenten zusammengekommen. Inzwischen ist der US-Außenminister in der Türkei. Er will sich in der Hauptstadt Ankara mit seinem Amtskollegen treffen. Es werden keine einfachen Gespräche erwartet, denn vor der Ankunft Blinkens gab es bereits eine pro-palästinensische Kundgebung nahe eines US-Luftwaffenstützpunktes. Mit Wasserwerfern wurde die Demonstration aufgelöst. Und damit nach Israel, nach Aschkelon, unser Blick an diesem Morgen zu Tatjana Ohm. Tatjana, einen schönen guten Morgen. Es heißt nun seitens des israelischen Militärs, dass man in einer entscheidenden Phase angekommen sei. Wie beurteilst du diese Einschätzung? Naja, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das, was wir am Boden Truppen und dort auch Aktivitäten gesehen haben, sich in den nächsten Tagen noch einmal deutlich intensivieren wird. Die Tatsache, dass sämtliche Telekommunikation in den vergangenen Stunden im Gazastreifen wieder komplett unterbrochen war, deutet eben darauf hin, dass man sich möglicherweise neu formiert, umgruppiert und die nächsten Angriffe am Boden startet. Das Ganze natürlich weiterhin auch unterstützt mit Luftangriffen. Wir werden im Verlauf des Vormittags wieder in Richtung Gazastreifen fahren, an die Position, von wo aus wir auch einen Blick hinein haben, so ein bisschen zumindest, um zu sehen, ob wir tatsächlich vielleicht auch ein Mehr an Bodenaktivitäten erkennen können von den Positionen aus, die für uns Journalisten zugänglich sind. Wir haben parallel dazu auch noch einmal einen Sprecher der israelischen Streitkräfte, der heute am frühen Morgen auch noch einmal darauf verwiesen hat, wie sehr man versucht, von israelischer Seite, so seine Einschätzung, die Zivilisten aus dem Norden sozusagen wieder zum Weggehen aufzufordern und sie zu bewegen, das auch zu machen. Er hat noch einmal zusammengefasst in Zahlen sozusagen, was die israelische Seite dafür unternommen hat in den vergangenen Wochen. Über 1 Million Flugblätter, die abgeworfen wurden, zum Teil offenbar in unterschiedlichen Farben, auch um deutlich zu machen, für welchen Stadtteil sind die bestimmt, in welche Richtung sollten sie sich begeben. Mehr als 20.000 Telefonanrufe, die getätigt wurden, durch unter anderem auch den Inlandsgeheimdienst, wo man ganz konkret Bewohner angerufen hat und gesagt hat, pass auf, hier ist die israelische Seite, bitte bewegt euch in Richtung Süden. Und er hat aber auch noch einmal auf 2 Fotos gezeigt, was man von israelischer Seite glaubt, sind Straßenblockaden der Hamas, mit denen es eben weiterhin unmöglich gemacht wird, zumindest einigen Teilen der Bewohnern in den Süden weiter vorzugehen. Spannend ist auch, in den letzten 3 Tagen sind erste Journalisten mitgenommen worden, embedded sozusagen mit den israelischen Streitkräften, vor allen Dingen eben israelische Printkollegen auch, die dabei waren. Deren Artikel erscheinen jetzt. Da gibt es immer so eine Zeitverzögerung, die das israelische Militär aus nachvollziehbaren Gründen da einbaut. Und die beschreiben eben auch, wie man dort Positionen einnimmt, wie man sie versucht zu halten und wie eben nach wie vor eine ganz große Gefahr
ist das Untergrundnetz, diese Tunnel der Hamas. Tatjana, es ist ja interessant, dass das israelische Militär jetzt davon spricht, man sei in einer entscheidenden Phase. Wir haben auch eben die ganze Zeit, während du gesprochen hast, die Bilder gesehen aus der vergangenen Nacht, die Einschläge, die Vergeltungsaktion. Aber in den USA, in Europa und bei der UN werden die Rufe nach einer Feuerpause aus humanitären Gründen immer lauter. Wie siehst du die Chancen, dass Israel tatsächlich zustimmen würde? Im Moment gen Null. Benjamin Netanyahu ist da sehr deutlich gewesen in den vergangenen Tagen. Zum einen am Freitag nach dem Gespräch mit Blinken, wo er schon gesagt hat, dazu wird es nicht kommen. Diese Militäroperation wird erst dann beendet sein, wenn sämtliche Geiseln frei sind und auch wenn die Ziele erreicht wurden, die man sich gesetzt hat. Und das hat er gestern noch einmal wiederholt beim Besuch eines Luftwaffenstützpunkts hier in der Nähe von Tel Aviv, wo er eben auch noch einmal gesagt hat, ist im Moment kein Thema. Wir müssen aber, glaube ich, nochmal, und ich glaube, das ist ganz wichtig, unterscheiden zwischen Feuerpause, einer kurzfristigen humanitären, die ja durchaus auch einseitig sein kann, wo man dann eben sagt, wir nutzen dieses Zeitfenster, was wir selber ausgesucht haben und jetzt auch angeben, um humanitäre Hilfe reinzubringen und eben einer echten Waffenruhe oder eines echten Waffenstillstands, wo man ja beide Seiten dazu bräuchte, um sie eben hinzubekommen und auch tragfähig zu machen. Und da gibt es eben auch durchaus Stimmen aus den USA zum Beispiel, die ganz interessant ist, Bernie Sanders. Wir erinnern uns, jemand, der wirklich sehr weit links steht und der glasklar eben auch gesagt hat, wie soll man denn ernsthaft mit einer Terrororganisation wie der Hamas eine Feuerpause oder einen Waffenstillstand vereinbaren. Das sind Leute, denen man schlichtweg nicht trauen kann. Und hier in Israel, um das eben noch mal sehr klar zu sagen, im Moment die offizielle Linie, die nach außen hin vertreten wird, keine Feuerpause zum jetzigen Zeitpunkt, was aber nicht bedeutet, dass nicht hinter den Kulissen möglicherweise daran gearbeitet wird. Tatjana, du wirst die Situation für uns beobachten und du und dein Kameramann, passt bitte gut auf euch auf, wenn ihr euch an die Frontlinie bewegt. Danke für den Moment. Die Gefechte im Nahen Osten sind das eine, aber wir haben die Ausläufer, ideologisch zumindest, auch wieder auf deutschen Straßen am Wochenende gesehen. Und nach diesen pro-palästinensischen Demonstrationen hat nun die Gewerkschaft der Polizei ein schärferes Vorgehen der Versammlungsbehörden gefordert. Wegen auch des enormen Kräfteverschleißes bei den Polizisten dürfe es keine weiteren großen Aufzüge in Zukunft mehr geben, sondern nur noch stationäre kleine Kundgebungen. Unter anderem auch in Düsseldorf, Essen und in Berlin hatte es große Kundgebungen mit jeweils tausenden Teilnehmern gegeben. Die Polizei, die ermittelt nun in Fällen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. In Essen zum Beispiel wurden unter anderem Transparente mit der Forderung nach der Errichtung eines islamistischen Kalifates gezeigt. Allein in Berlin gab es 68 Festnahmen. Kanzler Scholz rief die Menschen in Deutschland dazu auf, die jüdischen Mitbürger zu schützen. Wer Juden in Deutschland angreift, greift uns alle an, sagte er dem Mannheimer Morgen. Es sei strafbar, israelische Fahnen zu verbrennen. Es sei strafbar, den Tod von Unschuldigen zu bejubeln. Und es sei strafbar, antisemitische Parolen zu brüllen, so der Kanzler. Und was auch immer mehr steigt, ist die Zahl der antisemitischen Straftaten hier bei uns in Deutschland. Dieses Jahr deutlich zugenommen. Allein im dritten Quartal dieses Jahres erfasste die Polizei bisher 540 antisemitisch motivierte Straftaten und damit deutlich mehr als in früheren Quartalen. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Vermutlich werden die Zahlen bis Jahresende aber noch deutlich ansteigen. Denn in der Statistik sind die antisemitischen Straftaten nach dem Hamas-Überfall auf Israel und dem Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen bislang noch nicht erfasst worden. Und nun schauen wir, Carsten, auf ein Treffen, was wir eigentlich seit Wochen mit Spannung erwarten. Eben auch, weil ja letztendlich da viel auf dem Spiel steht. Bund und Länder, die beraten nämlich im Kanzleramt über die Finanzierung der Flüchtlingskosten und auch über die Verringerung von Asylbewerberzahlen. Seit Monaten sind die Fronten da zwischen den Parteien, auch zwischen Bund und Ländern, extrem verhärtet. Ja, Marion, wir berichten immer wieder darüber, dass die Kommunen ja bereits am Limit sind. Sie immer wieder fordern, von der Ampel mehr Unterstützung zu bekommen. Und das Machtwort des Kanzlers in der Flüchtlingsfrage hat bisher noch keinen Durchbruch gebracht. Eine Gemeinde in Bayern, die schließt jetzt sogar nach einer Reihe von Übergriffen von Migranten aus Sicherheitsgründen alle Asylunterkünfte. Der Bericht vor dem Treffen von Achim Unser. Man hatte viel Wind gemacht beim letzten Treffen der Länder mit dem Kanzler, als es um Migration ging. Lösungen hatte man dann auf heute vertagt. Jetzt ist es also soweit. Die Länder fordern vom Bund 10.500 Euro pro Flüchtling, den sie versorgen. Der Bund bietet deutlich weniger, zum Ärger aller Länderchefs. Unsere Kalkulation ist wohl begründet. Am Ende werden wir sehen, was bei den Gesprächen herauskommt. Aber der Bund wird sich in dieser Hinsicht sehr kräftig bewegen.
Mehr Bewegung wird auch immer wieder in Sachen Abschiebung gefordert. Verschärfte Maßnahmen wie ein längeres Abschiebegewahrsam wurden bereits beschlossen. Es fehlt aber noch oft die Bereitschaft der Herkunftsländer zur Rücknahme. Dafür, dass jetzt mehr abgeschoben wird, steht der Kanzler im Wort. Sein Parteichef assistiert. Das muss passieren. Das hat zum Beispiel auch mit der Frage Migrationsabkommen zu tun. Das ermöglicht ja überhaupt erst, dass viele Menschen, die in Deutschland sind, die keine Bleibeperspektive haben, dass sie gehen können dann auch, wenn es eine Verabredung mit den Ländern gibt. Dafür ist der Stamp jetzt von der Bundesregierung eingesetzt. Dafür ist die Bundesinnenministerin unterwegs. Dafür ist der Bundeskanzler unterwegs. Von Union und FDP gibt es auch weiter die Forderung, für abgelehnte Asylbewerber die Sozialleistungen so weit zu kürzen, wie es die deutsche Rechtsprechung zulässt. Wir nutzen die Spielräume im Augenblick nicht aus, also zum Beispiel bei abgelehnten Asylbewerbern schon nach 18 Monaten die vollen Leistungen des Sozialstaates der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren, ist vom Verfassungsgericht so nicht entschieden. Bei einer Forderung könnte es heute tatsächlich einen Fortschritt geben, die Umstellung auf Bezahlkarten. Diese solle unter anderem Zahlungen von Flüchtlingen an Schleuser sowie Geldtransfers in die Heimatländer verhindern. Und damit schauen wir an diesem Montagmorgen zu Marco Reinke für uns vor dem Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Bundeszentrale. Guten Morgen, Marco. Ein Treffen, was heute mit Spannung erwartet wird. Die Erwartungen der Bundesbürger sind hoch, endlich Einigung zu finden. Aber im Mittelpunkt steht die Finanzierung. Also wie wahrscheinlich ist es, dass SPD, CDU tatsächlich zueinander kommen? Ja, schönen guten Morgen. Allen voran muss man sagen, dass vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz bei diesem Treffen doch erheblich unter Druck steht. Die Länderchefs haben klar gemacht, dass wenn es heute keine Einigung gibt, dann wissen sie, um es mal abzukürzen, auch nicht mehr weiter. Sie sind am Limit. Das wurde in den letzten Tagen auch noch einmal deutlich gemacht. Von daher muss heute zwingend die Finanzierung geklärt werden. Wir haben es gerade schon im Beitrag gehört. Noch liegt man da aber sehr weit auseinander und versucht noch zueinander zu finden. Der Streit um die Bezahlkarten dürfte da noch der leichteste zu lösende Punkt sein. Gleichzeitig geht es aber eben dann ja auch um die Finanzierung beispielsweise einzelner Flüchtlingspauschalen, wo eben die Höhe am Ende noch nicht festgelegt ist. Und dazu kommt jetzt auch noch ein Streit zwischen eigentlich schon der SPD-Spitze und der Basis-SPD bzw. SPD-Abgeordneten. Denn da gab es nun die Forderung, dass man Asylzentren außerhalb der EU schafft, wo dann künftig die Asylverfahren durchgeführt werden. Eine gleiche Forderung hatte es übrigens in der vergangenen Woche auch aus der Union gegeben. Und da hatten sich sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser durchaus skeptisch gezeigt, haben gesagt, eigentlich sei das Ganze so nicht umsetzbar. Denn weiterhin ist ja das Problem, dass solche Projekte daran scheitern, dass eben keine Vereinbarungen mit Ländern außerhalb der EU wirklich tragbar geschaffen werden können. Zuletzt hat man ja gesehen, dass auf EU-Ebene das Abkommen mit Tunesien beispielsweise in der Praxis wenig bis gar nicht funktioniert hat, obwohl man dort doch erhebliche Geldsummen hinüberwiesen hat. Also von daher, es steht einiges auf dem Spiel heute beim Bund-Länder-Treffen. Und vor allem die Bundesländer und auch die Kommunen, die erwarten eben eine doch weitreichende Einigung. Ja, und viele Konfliktlinien, die du da skizziert hast, Marco, wir sprechen später wieder. Danke. Aus der Union kommen erneute Forderungen, die muslimischen Verbände in Deutschland stärker zu kontrollieren. CDU-Chef Friedrich Merz verlangte in der ARD unter anderem die Schließung des Islamischen Zentrums in Hamburg und eine bessere Kontrolle des deutsch-türkischen Verbandes DİTİB. Die Verantwortung für den islamischen Religionsunterricht zu Merz sollte nicht bei DİTİB als türkischer Behörde, sondern bei den Bundesländern liegen. Unionsfraktionsvize Jens Spahn sagte den Funke Medien, es gehe nicht mehr, dass die größte Zahl der Moscheen aus dem Ausland finanziert werde und etwa Imame Staatsangestellte der Türkei sein. Nach dem Ende der 18-stündigen Geiselnahme am Hamburger Flughafen werden nun immer mehr Details bekannt. Der Vater, der hatte nämlich bereits im vergangenen Jahr seine Tochter unrechtmäßig in die Türkei gebracht. Die Mutter, die hatte in dem Sorgerechtsstreit das Mädchen dann selbst nach Deutschland zurückgebracht. Der 35-jährige Mann wurde daraufhin dann zu einer Geldstrafe verurteilt. Und inzwischen wurden an dem Flughafen auch der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Bis es aber wieder wirklich rund und normal läuft, wird es wohl den ganzen Tag über noch dauern. Erneut steht eben genau dieser Hamburger Flughafen in der Kritik wegen der
der ja offenbar mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen. Perdita Heise mit den Einzelheiten. Am Abend wird das Fahrzeug des Geiselnehmers vom Gelände des Flughafens Hamburg abtransportiert. Es ist ein normaler Pkw, mit dem Salman E. am Samstagabend hier am Nordtor des Flughafens eine mit Schranken gesicherte Zufahrt durchbrach. Er warf zwei Brandsätze aus dem Auto, schoss mit einer Waffe in die Luft und drang so bis zu einer abflugbereiten Maschine der Turkish Airlines vor, in einen Hochsicherheitsbereich also. Die Tat stellt die Sicherheit am Flughafen Hamburg, aber auch an anderen Flughäfen in Frage. Es ist nur schwer vermittelbar, dass etwa Weihnachtsmärkte mit Betonbarrikaden gesichert werden und unsere Flughäfen werden als Hochsicherheitsbereiche von Betreibern stiefmütterlich behandelt, kritisiert die Deutsche Polizeigewerkschaft und fordert verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass sich Unbefugte Zutritt zu einem Flughafengelände verschaffen. Der Hamburger Flughafen ist nicht sicher, andere deutsche Airports auch nicht, sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongard. Wie konnte es passieren, dass in den vergangenen Monaten die Aktivisten der letzten Generation in Hamburg, Düsseldorf oder Berlin Drahtzäune durchschneiden und sich dann auf dem Rollfeld festkleben? Es ist ein Skandal. Er fordert einen doppelten Zaun, der zudem elektronisch bewacht wird. Der Flughafen Hamburg sieht keine Versäumnisse bei der Sicherung des Airports und argumentiert, die Sicherung des Geländes entspreche allen gesetzlichen Vorgaben und übertreffe diese sogar. Die Maschine der Turkish Airlines, neben der der Geiselnehmer zum Stehen kam, wurde aus Sicherheitsgründen von der Polizei evakuiert. Sie parkten dann direkt neben dem Flieger und betraten dann in voller Montur das Flugzeug und meinten, wir sollen unser gesamtes Gepäck, wenn möglich, sofern es schwer ist, im Flieger lasten, da wir jetzt von der Polizei evakuiert werden. Salman E. hatte hier gehalten, da er offenbar mit dieser Maschine zusammen mit seiner 4-jährigen Tochter in die Türkei fliehen wollte. Nach einem 18-stündigen Verhandlungsmarathon gab der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit jedoch auf. Das Mädchen wurde äußerlich unversehrt wieder seiner Mutter anvertraut. Der Flugbetrieb in Hamburg wurde nach gut 20-stündiger Unterbrechung wieder aufgenommen. Und damit zu Max Hermes an den Flughafen Hamburg. Max, es sind zwar viele Details inzwischen bekannt, aber die ganz große Frage ist immer noch offen. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Also wenn der Flughafen nun sagt, wir halten uns an alle rechtlichen Bestimmungen, muss man da nicht schlussfolgern, dann sind die offenbar nicht ausreichend. Haben wir da ein Thema? Guten Morgen zu euch nach Berlin. Ja, offensichtlich sind die Vorkehrungen oder die Vorschriften einfach nicht streng genug in Deutschland. Der Flughafen hier selbst, die Flughafenpressesprecherin sagt auch, man habe sich hier an alle Vorgaben gehalten. Also hier hat es offensichtlich eine Lichtschranke gegeben, aber die wurde dann scheinbar auch erst natürlich ausgelöst, als der Mann dann schon mit seinem Pkw über das Rollfeld gefahren ist oder kurz davor, also viel zu spät. Und deshalb gibt es jetzt die dringliche Aufforderung von der deutschen Polizeigewerkschaft einerseits, aber auch von der Gewerkschaft der Polizei, dass die Politik massiv nachrüsten muss. Also es stellt sich die Frage, warum Weihnachtsmärkte mit Betonpollern eben versehen sind, mit massiven Betonblöcken, aber hier zu einer Zufahrt man hier einfach eben dann Zugang findet. Und das Problem beispielsweise auch beim Flughafen hier in Hamburg, aber auch andererseits in Nürnberg, ist, dass weite Teile des Flughafens von Wald umgeben sind. Also wenn sich dort jemand dann eben auch an diese Zäune ranbewegt, dann kann man auch viel zu spät das erst erkennen und da gibt es gar keine Pufferzone. Also da hat die Politik offensichtlich laxe Vorschriften, was die deutschen Airports angeht, und renommierte Luftfahrtexperten sagen, was hier in Hamburg passiert ist, das könnte auch an vielen anderen deutschen Airports passieren. Also was wird gefordert? Es wird gefordert, dass es eine massive Doppelbezäunung gibt, also zwei Zäune, und der vordere Zaun, der muss mit Elektrodraht dann gesichert werden. Da muss Alarm ausgelöst werden, wenn sich jemand nähert, so könne man das dann besser verhindern. Ein gutes Zeugnis stellen die Luftfahrtexperten den Flughäfen in Frankfurt und in München, also den großen deutschen Drehkreuzen, aus. Allerdings muss man auch da sagen, dass in Frankfurt beispielsweise es ein Mann geschafft hat, dann Bundeskanzler Olaf Scholz direkt in Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, erst vor wenigen Wochen. Also es gibt Nachholbedarf in dieser Flugsicherung und die deutsche Politik muss offensichtlich mehr Vorschriften erlassen und dann auch den Flughafenbetreibern besser auf die Finger schauen.
Ja, auch in Anbetracht der aktuellen Bedrohungslage ja mehr als beunruhigend. Max, danke schön für deine Einschätzung. Der Marina, macht man sich schon Gedanken, ne? Um die deutschen Flughäfen. Und dazu wollten wir Ihre Stimme hören, wie Sie die Situation an Flughäfen sehen. Ich persönlich finde, dass ja die deutschen Flughäfen schon sehr, sehr sicher sind, besonders Sicherheitskontrollen. Man müsste halt einfach nur vorher gucken, welche Schwachstellen man ausmakeln könnte. Zum Beispiel ein Tor, wo man mit einem PKW durchfahren kann, ist ja eindeutig nicht zweckgemäß angebracht worden, höchstwahrscheinlich nur als Abschreckung. Und wenn man mit einem PKW durchfahren kann, dann erfüllt das Tor halt nicht seinen Zweck. Man hört immer wieder, dass irgendwas wieder passiert ist, deswegen müsste man, glaube ich, schon eher auch nochmal die Sicherheit verstärken wahrscheinlich dann. Ja. Ich war sogar tatsächlich 15 Jahre Flugbegleiter und ich fand die Sicherheitsmaßnahmen immer schon ziemlich krass und viel und auch intensiv. Deswegen wundern mich solche Vorfälle dann immer, wie in Frankfurt jetzt neulich. Da waren es ja Klimaschützer, hehres Ziel und so auf die Landebahn. Aber wenn solche Sachen jetzt passieren können, dann finde ich schon krass. Also dann, aber die Frage ist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Was sollen sie tun? Ne? Für die Sicherheit muss mal getan werden. Das reicht so nicht, was hier passiert. Müssen Sie ja eine Stahlbetonmauer um den Flughafen ziehen. Also kann man jetzt auch einen LKW ausleihen, der hinreichend Gewicht hat und dann kann ich durch jeden Flughafen auf jedes Rollfeld ohne Probleme durch den Sicherheitszaun fahren. Das, glaube ich, bringt es nichts. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Land bald ein Teil der Europäischen Union sein wird. Diese Zusicherung habe er von Außenministerin Baerbock erhalten, so Kuleba bei uns in die Welt. Der ukrainische Chefdiplomat war zu Gesprächen über die EU nach Berlin gekommen. Zu echten Beitrittsverhandlungen bleibt es dennoch ein langer Weg. Dafür muss die Ukraine erstmal ihr Justizsystem reformieren und Antikorruptionsmaßnahmen verstärken. Zuletzt berichtete ja das Time Magazine, dass die Korruption weiter ein großes Problem in dem Kriegsland sei. Und damit schauen wir in die Vereinigten Staaten und wir schauen mal wieder, Marie, auf Donald Trump. Im Betrugsprozess soll der frühere US-Präsident heute in New York erstmals persönlich aussagen und das auch noch umfassend. Bei der Befragung durch die Staatsanwaltschaft wird der 77-Jährige unter Eid stehen. Es geht um die Zukunft seines Firmenimperiums. Die Staatsanwaltschaft wirft Trump ganz konkret und auch seinen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Der verfahrensführende Richter hatte dies bereits zu Prozessbeginn bekräftigt. In dem Verfahren geht es also vor allem nun darum, um die genaue Festlegung möglicher Strafen. Der 10. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist also nun komplett. Nach dem 3:2-Sieg gegen Hoffenheim steht Bayer Leverkusen weiterhin an der Tabellenspitze der höchsten deutschen Fußballklasse. Und der FC Bayern liegt nach dem überragenden Sieg gegen den BVB auf Tabellenplatz 2, die Dortmunder nun auf Rang 4. Die unerwartet starken Stuttgarter, die stehen nun punktgleich einen Platz davor. Düster sieht es hingegen für Union Berlin aus. Nach einer extrem starken Vorsaison ist für die Köpenicker aktuell nur der Relegationsplatz drin. Gegen den Abstieg kämpfen darunter auch Mainz und Köln. Das war schon wieder eine Niederlage für Union. Mensch, die 10. in Folge. Da muss es ja irgendwann mal eine Trainerdiskussion geben. Glaube ich zumindest. So, willst du, hoffst du so, Carsten? Willst du mit dem DFB-Pokal anfangen? Das machen wir, genau. Da gelten auch wieder die eigenen Regeln. Denn das Besondere nun erstmals, seit mehr als 30 Jahren stehen nur 6 Bundesligisten in der letzten Runde der 16 Mannschaften. Im Top-Duell trifft dann Stuttgart auf Dortmund. Bayern-Bezwinger Saarbrücken empfängt Eintracht Frankfurt. Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss gegen Zweitligist SC Paderborn ran. Und Gladbach trifft auf Wolfsburg. Die Hertha gegen den HSV, das wird ein heißes Spiel werden. Reines Zweitliga-Duell der beiden Vereine, die sich ja nicht gerade so positiv gegenüberstehen. Genau wie Kaiserslautern gegen Nürnberg und Magdeburg-Düsseldorf. Auch Zweitliga-Begegnungen. Der einzig verbleibende Regionalligist, der FC Homburg, empfängt Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli. Die Spiele finden am 5. und 6. Dezember statt. Das ist also noch ein bisschen hin. Wir wollen mal ein bisschen kürzer den Blick nach vorne werfen. Und deswegen lade bei uns. Wie wird denn das Wetter in den nächsten Tagen? Das sieht ja herrlich aus. Das habe ich heute nicht so empfunden, als ich vor die Tür gegangen bin. Ich auch nicht. Und vor allen Dingen, als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin. Guten Morgen, Dale. Also machst du schon wieder Wettertuning? Also ich würde sagen, es ist wieder eine Wetterlotterie. Nicht? Die einen bekommen 15 Grad und Sonnenschein. Die anderen bekommen Regen, Schauer und böigen Wind dazu. Es kommt darauf an, wo man ist. Guten Morgen, ihr beiden. Hi. Ja, und wozu ziehen wir? In Berlin? Das werden wir uns jetzt anschauen. Sie macht's spannend.
Ah, schön. Und da geht schon die Sonne auf. Ein Blick von unserer Dachterrasse. Über Berlin sieht es also ganz gut aus. Ein paar Wolken sind am Himmel, aber die Sonne wird sich durchsetzen. Schön. Im Schwarzwald wurden am Wochenende Orkanböen mit 141 Kilometern die Stunde gemessen. Und auch heute wird es in unserem Norden noch einmal windig. Wir beginnen die Woche mit einer flotten westlichen Strömung. Dabei wandern milde Luftmassen aus dem Südwesten zu uns nach Deutschland. Sonne und Regen werden sich abwechseln und der Wind lässt im Vergleich zu gestern nach. Heute Vormittag pustet es aber noch mal ordentlich an Nord- und Ostsee. In Verbindung mit Schauern kann es dort dann stürmische Böen geben. Zwischen dem Saarland und dem Vogtland regnet es etwas, aber im Süden von Bayern und in Sachsen setzt sich immer wieder die Sonne gegen die Wolken durch. Und dort bleibt es dann auch am Nachmittag am schönsten. Von Südwesten her ziehen in der zweiten Tageshälfte dann neue Schauer und einzelne Gewitter auf, die sich Richtung Osten ausbreiten. Auch an der Nordsee gibt es dann Gewitter und es bleibt dabei weiterhin windig, allerdings mit nachlassender Tendenz. Die Temperaturen liegen zwischen 9 Grad im Fichtelgebirge und 15 Grad in München und in der Lausitz, also dort, wo sich auch die Sonne am längsten zeigt. 12 Grad erwarten wir in Hamburg, 14 Grad in Köln, 13 Grad in Frankfurt am Main. Das Wetter geht herbstlich weiter. Neben etwas Sonnenschein bekommen wir immer wieder Schauer oder hartnäckige Regenfälle mit Bögen Wind ins Land. Ganz besonders davon betroffen ist dann der Mittwoch. Die Temperaturen sind relativ stabil, um die 13 Grad. Nachts kann es dann aber auch mal zu Frost kommen.